Hallo, ich bin Sabine. In diesem Video erfährst du etwas über die Atmungsorgane des Menschen. Am Ende des Videos wirst du wissen, wie die Atmungsorgane aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Atme einmal ganz tief ein. Sicher hast du bemerkt, dass sich dein Brustraum weitet. Luft ist bis in deine Lunge gelangt. Welchen Weg nimmt sie bis dahin? Beim Einatmen gelangt die Luft durch unsere Nase zuerst in den Nasenraum, dann weiter in den Rachenraum und am Kehlkopf vorbei in die Luftröhre. Die Luftröhre gabelt sich am unteren Ende in zwei Hauptäste, die zu den Lungenflügeln führen. Diese Hauptäste heißen Bronchien und führen die eingeatmete Luft zu den Lungenflügeln. Wenn wir ein- und ausatmen, fließt die Luft durch unsere Atmungsorgane. Das äußerlich für jeden sichtbare Atmungsorgan ist die Nase mit den Nasenhöhlen. In den Nasenhöhlen wird die eingeatmete Luft von Staubteilchen gereinigt, angewärmt und angefeuchtet. Dazu sind die Nasenhöhlen mit einer feuchten Schleimhaut und sehr feinen Flimmerhärchen ausgekleidet. Nun ist die eingeatmete Luft gereinigt, angefeuchtet und erwärmt. Sie gelangt in den Rachenraum und kreuzt an dessen Ende den Speiseweg. Über den Kehlkopf gelangt die Luft dann in die Luftröhre. Der Kehlkopf hat eine wichtige Aufgabe, damit keine Nahrungsteilchen in unsere Luftröhre gelangen. Wenn wir schlucken, legt sich der Kehldeckel automatisch auf den Kehlkopfeingang und verschließt so die Luftröhre. Manchmal verschlucken wir uns jedoch. Kleine Nahrungsteilchen sind in die Luftröhre geraten. Weil sie dort Fremdkörper sind, werden sie durch kräftiges Husten wieder herausgeschleudert. Die Luftröhre ist etwa 10 bis 12 cm lang. Sie ist ein elastisches Rohr mit einer Muskelwand. Damit die Luftröhre nicht zusammenfällt oder zusammengedrückt wird, befinden sich in regelmäßigen Abständen Knorpelspangen in der Muskelwand. Auf der Innenseite ist die Luftröhre ebenso wie die Nasenhöhlen mit einer dünnen Schleimhaut und mit Flimmerhärchen ausgekleidet. Genau wie in den Nasenhöhlen werden Staubteilchen aus der Luft gefiltert. Auf dem doch recht langen Weg bis zu den Bronchien wird die Luft weiter erwärmt und angefeuchtet. Am Ende der Luftröhre gabelt sich diese in die beiden Hauptbronchien. Jeder Bronchienast transportiert Luft in einen Lungenflügel. In den Lungenflügeln verzweigen sich die Bronchien in immer kleinere und feinere Ästchen. Das kannst du dir wie die Äste und Zweiglein an einem großen Baum vorstellen. Unser Baum der Atmungsorgane hat allerdings nur zwei große Hauptäste. Bei einem Baum sitzen an den Enden der feinsten Verästelungen die Blätter. In den Lungenflügeln befinden sich an den Enden der feinsten bronchialen Ästchen eine große Anzahl kleiner Bläschen. Diese Bläschen heißen Lungenbläschen. Die Lungenbläschen sind kleine, kugelige Hohlräume, die mit Luft gefüllt sind. Sie haben einen Durchmesser von 0,1 bis 0,3 mm und bestehen nur aus einer einzigen, extrem dünnen Zellschicht. Die menschliche Lunge enthält etwa 300 bis 500 Millionen solcher Lungenbläschen. Die Aufgliederung unserer Lunge in so viele kleine Bläschen bedeutet eine enorme Vergrößerung der Oberfläche für den Gasaustausch. Jedes einzelne Lungenbläschen ist von einem feinen, dichten Netz umsponnen. Dieses Netz wird von sehr feinen und zarten Blutgefäßen gebildet. Sie heißen Blutkapillaren und sind die kleinsten Blutgefäße im menschlichen Körper. Zwischen den Blutkapillaren und den Lungenbläschen findet in der Lunge der Gasaustausch statt. Auf dem Bild sind die Blutkapillaren in zwei verschiedenen Farben dargestellt. In den blau gezeichneten Blutgefäßen wird das sauerstoffarme Blut transportiert. In den rot gezeichneten Blutgefäßen
wird das sauerstoffreiche Blut transportiert. Wie der Gasaustausch in der Lunge ganz genau funktioniert, erkläre ich dir in einem anderen Video. Fassen wir noch einmal zusammen. Der Mensch atmet durch ganz spezielle Atmungsorgane. Jedes dieser Atmungsorgane hat eine ganz besondere Funktion und sieht deshalb auch ganz besonders aus. In der Nase mit den Nasenhöhlen wird die eingeatmete Luft gereinigt, angefeuchtet und erwärmt. Am Ende des Rachenraumes sorgt der Kehlkopf dafür, dass eingeatmete Luft sowie Speisen jeweils in die richtige Röhre gelangen. Über die Luftröhre gelangt die eingeatmete Luft in die Bronchien und von dort aus in die Lungenflügel mit den Lungenbläschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.